Ja, ich denke mal, dass hier nicht darum geht, irgendeine Brücke zu befreien, müsste das hier machbar sein. Säbelzahntiger. Ich habe nichts gesagt. Was? 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 Am Arsch! Am Arsch! Wehe, der hält den Wolf nicht aus. Was? 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 Ey, das... Ah! Ich bin nicht gemacht für Nordmar anscheinend. Wir sind viel, viel zu schlecht. Es ist frustrierend, muss ich mal so zugeben. Weil ich meine, wir haben in, was weiß ich, wo haben wir ganze... In Vanguard, meine ich, haben wir eine ganze Kompanie Orks. Und das sollten eigentlich die... Das sollten eigentlich sehr starke Orks gewesen sein. Niedergemacht. Niedergemetzelt, wirklich. Gut, auch mit ein paar Problemen durch die Schamanen und so. Wir haben ein paar Versuche gebraucht. Aber wir haben es im Prinzip geschafft. Und hier oben, kommen wir auf keinen grünen Zweig. Renn mal hier. Müssen wir das nochmal machen und dann denke ich hoffentlich an das Speichern. Willkommen. Die Orks. Das wird jetzt ein wenig nervig, das tut mir leid. Dieses ganze Failen und nicht vorankommen, das ist, weiß ich nicht. Ist aber leider Teil des Spiels und meiner Fähigkeiten. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal nochmal hinlegen. Dann speichern, ich hab's nicht vergessen. Puh. Wird einem schon warm, wenn man so hier so, ne? Weißt du Bescheid. Wenn wir erstmal zum Holzfällerlager gehen. Und gucken, was wir da so finden. Irgendwann ist auch das vorbei. Und eventuell versuchen wir dann da oben alleine ein bisschen aufzuräumen. Ich weiß nicht. Könnte man auch machen. Ah, das ärgert mich aber alles so ein bisschen. Ist jetzt so schlecht? Naja, okay. Wo geht's denn Richtung Norden? Ja, woanders. Ich würde ja Xardas nämlich echt gerne besuchen gehen. Gut, erstmal Holzfällerlager. Holzfäller, Corwin, Holzfäller, Holzfäller. Und was bist du? Holzfäller. Ich habe eine Ladung Schinken von Rune. Wird doch Zeit. Die Jungs werden schon ungeduldig. Bär. Hatten wir schon lange nicht mehr. Den Rest gibst du am besten direkt den Jungs. Okay. Wie sieht's aus? Ich mache mir Sorgen wegen der Spuren, die wir gefunden haben. Was für Spuren habt ihr gefunden? Säbelzähne. Sogar ziemlich große, wie es scheint. Gehst du ins Dorf? Ich habe nach Bogir geschickt. Aber er kommt nicht. Jemand muss sich um die Biester kümmern. Toll, dann müssen wir das wieder machen. Ich werde mich drum kümmern. Ist mir recht. Egal, wer die Tiere erlegt. Hauptsache, wir können uns wieder komplett auf die Arbeit konzentrieren. Wo habt ihr die Spuren gefunden? Hier, den Hügel hoch. Nicht weit von unserem Lager. Sei vorsichtig. Ein ausgewachsener Säbelzahn ist kein Kinderspiel. Das ist korrekt, das haben wir auch schon gemerkt. So, dann geben wir am besten jetzt den Holzfällern eben den Schinken noch ab. Rune schickt mich. Na, wird auch langsam Zeit. Was gibt's denn? Schinken. Na gut, gib her. Kein Wort des Dankes. Hier dein Schinken. Bär, danke. Kein Ding. Hier, Schinken. Ich dachte schon, Rune hätte uns vergessen. Der Schinken ist doch von Rune, oder? Ja, hier. Bitte, bitte, gerne. Willst du Schinken? Klar, immer her mit dem Zeug. Jawohl, ja. Dann gehen wir erstmal hoch. Wenn der nämlich mit uns handelt, können wir mal gucken, ob wir eine Rüstung kriegen. Obwohl ich glaube eigentlich nicht, dass wir eine bessere Rüstung kriegen, als wir schon haben, weil wir haben einfach nicht genug Ruf in Nordmar. Wie auch, wir waren ja noch nicht hier.
Aber was ich auch noch suchen will, ist ein Teleportstein. Das haben wir nämlich auch noch nicht. Vielleicht verkauft er den ja, aber ich glaube, Teleportsteine wurden in meinen früheren Versionen mal irgendwo, konnte man die kaufen, aber inzwischen liegen sie einfach überall rum irgendwo. Also nicht überall, aber meist, ihr wisst, was ich meine. Gunnar? Zeig mir deine Ware. Ja, okay, das war's. Ich dachte, vielleicht habe ich das mit den Rüstungen übersehen oder so, aber nö. Aber nö. Der Schinken ist verteilt. Gut, hier ist ein Schinken für dich. Brauchst du sonst noch was? Zeig mir deine Ware. Ja, hier. Vergiss es. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient Schutz hast. Schutz vor Eis, Schutz vor Geschossen, Schutz vor Zerschmettern, Schutz vor Klingen. 30, 20, 40, 40. Moment, was? 8, 20, 40, 40 haben wir hier auch. Boah, Schutz vor Eis. Zeig mir deine Ware. Und das bei der leichten. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Vergiss es. Das ist ja kacke. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Schutz vor Eis 45, das kostet einfach auch viel, viel mehr. Verdammt. Wir haben nicht genug Ruf. Wir müssen jetzt hier mit T-Shirt quasi rumlaufen. Und dann, ja, gucken wir mal eben, ob wir hier irgendwo einen Teleportstein finden. Münze. Ja, in die Truhen können wir ja nicht gehen. So, aber wir können an den Amboss gehen. Haha, so. El Bastardo. Machen wir zwei Stück von. Denn dann haben wir auch das Geld für diese Rüstung. Das sind nämlich insgesamt, das sind über 50.000, die wir jetzt gemacht haben. Deswegen war es sehr gut, dass wir uns immer diese Erzrohlinge geholt haben. Ich speichere mal gerade. Ha! Manometer, mein Instinkt ist ja mal übelst gut. Nehmen wir den auch mal mit. Muss ich schon sagen, hey, mich du, ein bisschen. Was schlagst du hier rum? Entschuldigung. Falsche Taste. Muss ich schon sagen, da bin ich erst fast stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe, beziehungsweise gefunden habe. Das war wirklich. Ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, diesen Teleportstein habe ich noch nie besessen. Ja, ich gucke mal eben, ob Bogi noch was zu den Holzfällern zu sagen hat. Ne. Mal gerade hier rein. 29, Stufe 41. Mit 41 sind wir nicht gemacht für hier unten. Das ist doch kacke. Jagdgeschick 150, Stärke 210. Ja, ich würde ja gerne 25 Ruf bei den Nordmarern haben. Die Rüstung ist nämlich super. Aber gut. Dann machen wir uns jetzt erstmal alleine auf den Weg nach da oben. Wo wir eben mit Begleitung hin wollten. Wir können ja dann nachher mit dem Temporstein wieder nach hier kommen und nochmal mit Begleitung da hochrennen. Hammerclan. Aber das da oben war ja wirklich. Ein Überfall, wirklich. Das ist nicht mehr schön. Oh, und schon wieder dieses Bedrohliche. Ugh. Okay, ich spare mir mein Feuer. Einmal speichern. Die Viecher haben ja schon einen fetten Arsch, muss man mal so zugeben, ne? Na komm her jetzt. Und breite Schultern. So. Okay. Ripper sind tatsächlich überhaupt kein Problem. Da hatte ich ja, ne, habe ich ja schon erzählt, dass er so ein Schattenläufer Gedöns, blabla, wo ich früher wirklich extrem Schiss vor hatte.
Aber jetzt, meine Freunde. So. Nein! Ich wollte doch den nehmen. Brennt. Brennt doch alle nieder. Ah, schön. So. Goblin-Schamane ausgeschaltet mit den ganzen Goblin-Anhängseln. Die stören uns schon mal nicht mehr. Und wir haben wieder Silberpokale. Also über Geld können wir uns wirklich nicht beklagen momentan. So. Och, das sind noch mehr. Oh. Was zum? Ich sehe gar nichts. Ihr sollt alle verrecken. Ich muss mir dringend einen Beschwörungszauber holen. Und Mana-Regeneration, aber da weiß ich noch nicht, wo ich das lernen kann. Vermutlich aber auch hier oben, und zwar Kloster oder ja, beim Kloster wahrscheinlich. Da sind nämlich die ganzen Feuermagier und so. Oder bei Xardas vielleicht auch höchstpersönlich. Ich weiß nicht, wie der drauf ist. Wie gesagt, ich war wahrscheinlich ist gut, ich war noch nie da. Klingenschaden. Moment mal, ich gucke ja ganz falsch. Klingenschaden 100 ist das Beste. War super, dass wir das gemacht haben. Und mit dem Goldwert stimmt ja auch nicht so ganz, ne? Hä, wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, das Ding wäre jetzt 27.000 wert. Na gut, aber 100 Klingenschaden nehme ich auch. Verstehe ich nicht. Naja, okay. Sag mal, verarschen kann ich mich alleine, wirklich. So. Sieht schon cool aus irgendwie. So. Und jetzt komm ran hier. Hier sind auch die Säbelzähne, oder? Okay, so, dann hätten wir das auch erledigt. Ich guck gerade nochmal in unsere Magie rein. Golem, Dämon. Ich will Dämon beschwören können. Stirb einfach, hör auf zu mäkeln und stirb. Ich weiß, dass Säbelzähne schwer zu besiegen sind, aber das haben wir schon geschafft. Und zwar ein Rudel, das glaube ich sogar noch um ein Tier größer war als das hier. Okay, ich sag gerade wieder gar nichts, weil ich mich gerade darauf konzentriere, dieses Vieh hier in den Abgrund zu schubsen und mich selber in den Abgrund geschubst zu werden. Jawohl, ja. Aber das scheint es nicht gewesen zu sein. Sonst hätten wir die Quest ja abgeschlossen. Okay, schade. Naja. Da oben qualmt was. Oder ist das eine Schneeflocke? Das ist ein Golem. Vollbison? Eisgolem. Und zwar böser Eisgolem. Wieso gibt's hier böse Eisgolems? Mann! Kann doch nicht sein!